Ja, hallo. Also den Satz, komme mit dir ins Reine, den kennst du. Es ist wohl unglaublich schwer für viele Menschen sich vorzustellen, dass das, was wir denken, unsere eigene Aura, also das, was uns umgibt, unsere eigene Energieströmung, ins Reine bringt oder eben verdunkelt. Dabei ist es schon beinahe komisch, weil die Physik ja nun schon dahinter gekommen ist, dass alles Energie ist. Eine Energie, die sich mal sehr träge bewegt, wie in etwas zum Beispiel festgewordene Gegenstände geworden sind, oder auch leichter und flockiger, zum Beispiel bis hin zum Strom, von dem wir wissen, dass er unglaublich schnell fließt, aber doch eine Menge Kraft hat, um zum Beispiel unser Licht oder alle technischen Geräte am Laufen hält. Ich weiß nicht, warum das so vielen so schwer fällt, sich das vorzustellen. Aber ich habe ja schon sehr, sehr oft an dieser Stelle gesagt, ich betrachte alles, wirklich alles, als einen sich bewegenden Energiestrom. Und wenn ich mir das Leben unter diesem Aspekt ansehe, dann finde ich auf jede Frage eine Antwort. Ich habe in meinem letzten Post, da hatte ich am Anfang mich etwas missverständlich ausgedrückt, aber ich hatte letztendlich gesagt, diesen Satz, ja, Krankheiten können ja jeden treffen, den kann man so nicht stehen lassen. Krankheiten oder auch Unglücksfälle begegnen allen, die einen entsprechend gekräuselten Energiestrom haben oder auch verdreckten Energiestrom. Ein Energiestrom, der ins Stocken gekommen ist. Der auf zu viele Hindernisse stößt. Und das Einzige, was wir tun können dabei, ist, unsere eigene Energieströmung durch das, was wir denken, wieder ins Reine zu bringen. Und ich hatte ja auch schon sehr oft gesagt, deine Gedanken fallen dir eben durch deine Energieströmung ein. Durch deine Schwingungen. Je nachdem, wie du schwingst, fallen dir auch entsprechende Gedanken ein. Und deine Gedanken können dich reinigen, sofern sie wirklich Gedanken sind, die deine Energieströme reinigen. Gedanken voller Hass, voller Gier, voller Neid, voller Zorn, voller Wut bringen deine Energieströmung nicht zum Fließen, sie bringen sie zum Stocken. Das ist etwas, was wir wissen müssen, wenn wir das Spiel des Lebens spielen wollen, wenn wir es wirklich gut spielen wollen. Wir können uns natürlich in eine Menge Schwierigkeiten hineinmanövrieren. Klar, warum denn nicht? Da hindert uns doch keiner dran. Aber genauso wenig, wie uns jemand daran hindert, unseren eigenen Energiestrom zum Stocken bzw. zum Stillstand zu bringen, genauso wenig werden wir daran gehindert, unsere Energieströme wieder freizukriegen. Ich weiß, dass sich das für viele zu fantastisch anhört. Und ich weiß auch, dass sie das für viele zu aberwitzig und zu versponnen oder befremdlich anhört. Und seht ihr, genau das ist das Problem. Das bedeutet nämlich, dass du dir selber fremd bist. Das bedeutet, dass du selber keine Ahnung hast, wohin dich dein eigener Energiestrom, für den du verantwortlich bist, den du zum Fließen bringst, durch das, was du denkst, dass du diesen eigentlich gar nicht kennst. Und das ist das Fatalste, was dir im Leben passieren kann, dass du dir selber selbst sehr fremd bist. Letztendlich aber stehen dir alle Menschen um dich herum hilfreich zur Seite, um dir genau zu zeigen, wo du stehst. Und je mehr Feinde du hast, je mehr Widersacher du hast, desto mehr verkompliziert sich die ganze Geschichte. Wir kennen den Satz, viel Feind, viel Ehre. Jein. Viel Feind, die du überwindest, die du durch die Steuerung deines einen Energiestroms, den du daran vorbei und nicht durch sie durch steuerst, das ist in der Tat des Lobes wert. Und zwar deine eigene Anerkennung wert. Dass du nämlich mit all dem, was du nicht leiden kannst, keine Berührung mehr hast. Und das ist auch das Ziel der ganzen Geschichte. Unser Leben. Das ist, so unglaubwürdig sich das für einige auch anhört, letztendlich das, worum sich das ganze Leben dreht.
Und wenn du die Sache mal mit Ruhe betrachtest und auch mit ein wenig Abstand, dann kommt dir auch der Gedanke, dass das auch so richtig ist. Denn für dein eigenes Leben wird sich dann sehr, sehr viel wandeln. Denn natürlich wandelt sich dann dein ganzes Leben. Alles wandelt sich dann. Das heißt, was du tun willst, was du tun kannst, das alles fällt dir auf einmal ein, weil du ganz genau weißt, wo du stehst, wenn du das und das tust. Und ich werde versuchen, mich davor zu hüten, irgendwelche Bewertungen abzugeben. Ich möchte nur denjenigen, die hier den Mut haben oder den Mut verloren haben, zu leben und dann zu sagen, ist sowieso alles sinnlos und ich habe sowieso nur immer Gegner und ich habe ja auch nie eine Chance gehabt oder so etwas, dem möchte ich eigentlich nur sagen, du hast nie eine Chance gehabt, weil du deine Chance zu wandeln und etwas zu verändern, um etwas in eine andere Richtung zu steuern, nicht gesehen hast. Das ist kein Tadel, wirklich nicht. In dem ganzen Verwirrspiel, in dem wir hier sind, ist es geradezu ein Wunder, dass es überhaupt Menschen gegeben hat, die das erkannt haben. Aber eine Katastrophe ist das, wenn man dieses weit von sich weist, sagt, nein, das kann so nicht sein und alle anderen sagen das ja auch nicht. Ja, dann kannst du dir auch gerne angucken, wo die meisten anderen, die anderen, nun genau, ganz genau stehen. Die stehen wirklich wie ein kleines Baby mit lauter A's und O's und oh, ist die Welt alles spannend und oh, ist das alles so toll. Das können sie auch, denn der Sicherheit ihrer Eltern, das schützt sie ja vor allen Gefahren, so wie es möglich ist. Aber irgendwann ist ein Mensch erwachsen. Irgendwann begreift er, dass er ein denkendes Wesen ist. Und in diesem Denken liegt die ganze Antwort. Alles, was dir begegnet, ist das, was du mal irgendwann erdacht hast. Ob du das vor 300 Jahren gedacht hast, vor 2000 Jahren gedacht hast oder jetzt immer noch denkst. Egal, es nimmt Gestalt an. Und wir können uns vergegenwärtigen, dass das eine Katastrophe wäre, wenn ich oder jemand anders die Macht hätte, über einen anderen Menschen zu bestimmen, was dem wohl zu passieren hat. Das ist unmöglich, die Macht habe ich nicht. Die Macht hat keiner. Ich kann unmöglich zu irgendjemandem sagen, dir hat das und das zu passieren. Oder wenn ich dann im Bestreben, mein Kind zu schützen oder jemand anders zu schützen, dem soll das anders aber alles nicht passieren. Was deinem Kind, was dem anderen, was dir selbst passiert, ist ganz klar zu sehen in deinem eigenen Energiestrom, den du mit deinen Gedanken hervorbringst. Wer das immer noch für versponnen hält, für dummes Zeug, für Unsinn, man könnte sagen, dem ist nicht zu helfen, weil er eigentlich sich weigert, die Verantwortung in seinem eigenen Leben zu übernehmen und seinen eigenen Lebensweg selbst zu steuern. Ich habe mich eigentlich immer gewundert, dass das so schwer gefallen ist, das anderen Menschen plausibel zu machen, obwohl das ja eigentlich nicht schwer zu begreifen ist. Die Schwierigkeit besteht darin, das zu tun und nicht darin, das erstmal zu erkennen, dass es überhaupt so verhält. Ich habe mich deshalb so gewundert, dass es so schwer ist, weil alle Menschen schreien nach einem selbstbestimmten Leben. Allen voran die Frauenbewegung, die sich immer so gerne als hilflose Opfer gesehen haben. Völliger Unsinn. Kein Mensch ist ein hilfloses Opfer, wenn er denken kann. Denn das, was einem Menschen passiert, hängt nun mal ab davon, wofür er empfänglich ist. Aber auch davon, was er sich mal gewünscht hat, was er ändern möchte. Und hier liegt die Antwort auf viele Fragen. Um nicht zu sagen, auf alle Fragen. Denn jedes Rätsel, was du lösen möchtest, ist etwas, was du bewältigen kannst, je höher dein Verständnis dafür ist. Du bekommst aber für alles ein Verständnis, wofür du eine Schwingung hast. Du verstehst alles sofort. Die Schwingung dafür zu bekommen, das Verständnis dafür zu bekommen, darin liegt die Aufgabe. Dieses zu erklären und dieses weiterzugeben, ist mein Bestreben auch gewesen.
Und das tue ich, obwohl es mir zurzeit selber recht. Es ist manchmal etwas mühselig, denn ich muss alles verlassen, was ich bis jetzt für gut und richtig hielt. Für anerkennenswert, für großartig, für etwas sehr Liebenswertes oder was auch immer. Und es fühlt sich in diesen Tagen sehr nach Abschied an. Denn auf einmal lässt man von allem die Finger, was man früher doch mal gut und richtig gefunden hat. Und das tut oft sehr weh, weil es manchmal auch bedeutet, dass man sich von liebgewonnenen Vorstellungen verabschieden muss. Und das ist in der Tat nicht immer leicht. Ich gebe das hier gratis und franko weiter. Da hat mich mal jemand gefragt, warum gibst du denn keine Seminare? Warum machst du das denn nicht kostenpflichtig? Oder warum machst du das denn, wieso gibst du das so frei raus weiter? Weil man dieses Spiel dieses Lebens nicht gewinnen kann, wenn man versucht, sich selbst sozusagen in den Vordergrund für andere Menschen zu spielen. Was ich in deinem Leben zu sagen habe, tendiert gegen Null. Ich darf dich vielleicht inspirieren. Für dich denken darf ich nicht. Und ich darf auch nicht für einen anderen Menschen bestimmen, wo der sich wohl bitteschön wiederzufinden hat. Dass unser Rechtssystem, einschließlich Gefängnis und Co., davon gespickt ist, liegt ganz einfach daran, dass wir ganz einfach noch nicht die Reife hatten, zu erkennen, dass wenn jeder sich um seine eigene Energieströmung bekümmert, dass daran der Gewinn für alle liegt, ganz einfach deshalb, weil jeder, der sich um seine eigene Energieschwingung kümmert und sich darum bekümmert, wie diese wohl aussieht, niemals einem anderen Menschen in irgendeiner Weise zur Last fällt oder für ihn ein Beschwernis ist. Das haben wir noch nicht verstanden. Aber wir kommen da jetzt hin. Und ich gebe mir alle Mühe, das irgendwie weiterzugeben. Und wenn du jetzt meine Worte hörst, dann gebe die Staffel bitte weiter. Das heißt, fange an, die Welt so zu sehen und fange an, es den Menschen zu sagen, zu erklären, in irgendeiner Weise mit ihnen darüber zu diskutieren, von denen du auch weißt, dass man mit denen auch durchaus darüber reden kann. Es gibt Menschen, die haben dafür noch nicht die geringste das geringste Verständnis, nicht die geringste Vorstellung und sind so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber sind so medienverrückt, kann man so sagen, dass sie allen, aber auch wirklich allen das große Wort führen lassen und ganz vergessen, was sie wohl in ihrem eigenen Leben für eine irrsinnige Macht haben. Nämlich alles so zu regeln, damit es sie selbst wieder aufwärts emporsteigen lässt. Und dabei alles zurücklassen, was sie einstmals beschwert hat. Ich hoffe, dass ihr das gut umsetzen könnt. Das ist euch zu wünschen. Natürlich ist euch das zu wünschen. Jeder, der mir zuhört und jeder, der versucht, das zu begreifen, hat es bereits so gut wie in der Tasche, hat es bereits so gut wie geschafft. Denn wenn jemand bereit ist, also von allen Vorwürfen gegen anderen abzusehen und zu begreifen, dass jeder, der in seinem Leben gefehlt hat, also sich wirklich auch daneben benommen hat, das nur konnte, weil man selber dafür eine Empfänglichkeit hatte und diese Empfänglichkeit also dem geschuldet ist, was in seinem eigenen Energiestrom für Dreck oder Unrat sich da getummelt hat. Und dass man selber die Aufgabe hat, sich davon zu befreien. Und dass die Aufgabe nicht die ist, einem anderen Menschen zu verkloppen oder ihn umzubringen. Denn damit wäre deine Energieströmung ja auch belasteter. Wenn das begriffen wird, haben wir eine Menge Frieden auf der Welt. Weil jeder sofort anfangen würde, sich selbst zu reinigen. Deine Gedanken, ich sag's nochmal, können deine Energieströme ins Reine bringen. Darum hüte dich, so gut es geht, davor, andere Menschen die Zunge rauszustrecken oder vor Schienbein zu schüpfen.
Ich wünsche dir dabei sehr viel Glück und sehr viel Erfolg. Und ich sag's noch einmal, wer bereit ist, das Leben auf diese Art und Weise zu betrachten, hat dieses Spiel des Lebens so gut wie gewonnen. Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr freundlichen Kommentar gelesen. Und ich habe diesen Kommentar gelesen und wusste sofort, das habe ich manchmal, dass wenn mir jemand etwas schreibt, dann weiß ich auf einmal sofort, wo sie steht oder wo er steht. Und diese junge Frau hatte es bereits in der Tasche. Sie konnte das Spiel, sie kann das Spiel gar nicht mehr verlieren. Sie weiß es vielleicht noch nicht. Aber alles, was sie tut, bringt sie dazu, sich selbst davon zu reinigen. Also von den ganzen Belastungen des Alltags. Und damit hat sie gewonnen. Denn in dem Augenblick, wo du anderen Menschen Probleme machst oder sie auch nur beschimpfst oder sie auch nur irgendwie denunzierst, beschwerst du deinen eigenen Energiestrom. Du fährst sozusagen mit angezogener Handbremse. Und das ist schade. Man kann alles meinetwegen zur Kenntnis nehmen, aber an sich heranlassen sollte man wirklich nur das, was man wirklich an sich heranlassen möchte. Und alles, was du denkst, woran du mit sehr viel Leidenschaft denkst, damit machst du dich gemein. Das soll heißen, du verbindest dich irgendwie damit. Und prompt hängt es dir sozusagen wie ein Schotz am Bein oder aber es beflügelt dich. Und jetzt guck dir gut an, womit du deine Gedanken meistens beschäftigst. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit erstmal. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, ich habe selber gerade ein bisschen, ich habe es auch gerade mal nicht einfach, aber ist mir so auch schon aufgefallen. Also je schwerer mir das manchmal fällt, wenn das Gröbste immer wieder weg ist, dann wird es auch wieder leichter. Und es wird dann immer, es kommt immer in eine nächste höhere Stufe. Das ist unser Aufstieg. Und solange du dabei nicht auf andere herabsiehst, schaffst du den Aufstieg sehr gut. Danke fürs Zuhören und alles Gute euch.